So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Heute kam der Part raus, wo das Spiel böse geleckt hat, wo wir Forgotten im Guerilla Mode gespielt haben. Und allzu viel an Verbesserungen war da nicht zu hören. Es wurde sich ein bisschen gewundert, warum ich immer PhD so bevorzuge, aber ja, das ist halt so ein Conan-Ding, schätze ich. I don't know. Wir müssen jedenfalls mit Blue Baby, habe ich ja schon letztes Mal angekündigt, noch den Tainted-Charakter holen. Und danach bleiben Keeper, von dem ihr sagt, der ist besser geworden. Oh, hier. Schlüssel. Hoffentlich kriegen wir einen Schlüssel in der Ebene. Und eine Bombe. Weil gerade mit Blue... Oh nein. Aber wir haben eine Bombe. Wir haben eine Bombe. Und seit wann habe ich eine Bombe? Starte ich mit einer Bombe? Oh ja. Ja, ist doch dann schon mal das Kacke-Item weg. Weil egal, was da für ein Buch ist, wir werden das Buch auf jeden Fall mitnehmen. Außer es ist die Satanic Bible, die setze ich nicht mehr ein. Nice. Es sind drei Bücher. Und das ist schon mal überhaupt perfekt. So, ich sammle sie kurz auf, aber ich setze sie nicht ein. Ich glaube, nur wenn man sie einsetzt, wird das Boss-Item zu Dings, ne? Ich glaube, sie in der Hand zu haben, reicht nicht aus. War das jetzt das Book of... Das ist Telepathie, ne? Das dürfte, dass ich Homing-Schüsse habe. Also das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Was ist das? Ach nee, das deckt Dings auf. Lass mich kurz mal alles vom Book of Knowledge durchlesen, ob ich da irgendwas verpeile. Lass mich mal ganz kurz alles vom Book of Knowledge durchlesen. Book of Secrets heißt das Ding. You have a chance of getting one of the three following effects. Treasure Map, Kompass oder Blue Map. Ah, eins von dreien. Okay, in Repentance wurde hinzugefügt, dass es jetzt verhindert wurde, dass man Mapping-Effekte bekommt, die man schon hat. Wenn man zum Beispiel... Okay, wenn man alle Mapping-Effekte hat, dann... Okay, also es ist was die Map verändert. Dann würde ich aber tatsächlich die Homing-Shots bevorzugen. Für jeden Bosskampf Homing-Shot klingt für mich attraktiver. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch vielleicht mal für den ein oder anderen schwierigeren Raum klingt das für mich doch schon besser. Und überhaupt drei Bücher Bookworm ist schon... Nein. Oh, ich muss böse auf meine Energie achten. Ich muss richtig böse auf meine Energie achten. Wie ist das eigentlich? Zählt jetzt... Okay, cool. Gerade. Zählt jetzt... ich meine, wir werden es feststellen. Aber theoretisch müsste ich doch jetzt nie Rotherzschaden bekommen können. Solange wir Blue Baby spielen. Zählt dann der Blauherzschaden als verändert den Deal? Oder habe ich sozusagen eine sehr hohe Chance jetzt immer auf den Deal? Weil sozusagen die Dings, die Chance nicht runtergeht. Wie ist das? Ich weiß es nicht. Okay. Luck Up ist schon mal nice. Gut, hier können wir nichts weiter tun. Wir haben noch eine Bombe. Aber wir haben... Wir haben zwei Möglichkeiten. Ja, es bleibt leider bei zwei Möglichkeiten. Geheimraum. Risiko. Schade. Es hätte wirklich sein können. So. Und jetzt machen wir hier Telepathie und dann haben wir weniger Stress bei Bossen. Das ist doch schon mal was. Ich denke, das ist durchaus das bessere Buch, in dem... Nein! Ist... Ich denke, das ist durchaus das bessere Buch. Das Problem bei Keeper... Keeper. Bei Blue Baby ist halt wirklich so, du... Wenn du die Herzen verlierst, sind sie weg. Und du kriegst halt nichts Rotes. Du kannst dich halt nicht aufladen. Das ist das ganz gefährliche Problem. Deswegen ist jeder Treffer
jeder Treffer noch viel schlimmer als sowieso schon. Und deswegen kann ich mir eigentlich auch Curse Rooms nicht leisten. Nur wenn ich mich reinsprengen kann eigentlich, ne? Eigentlich kann ich mir Curse Rooms nicht wirklich effektiv leisten. Und sehr gut, wir haben es nicht versaut. Wir haben die Satanic Bible aufgesammelt, aber nicht eingesetzt. Und damit haben wir nichts versaut. Puh. Okay, weiter im Programm. Ab jetzt gibt es Planetarium-Möglichkeiten. Ja, da geht es nämlich schon los. Opfere ich sozusagen ein Herz? Das kann ich dann machen, wenn genug Herzen auf der Ebene schon da sind oder so. Oder wenn wir... Aber wenn, dann eher nach dem Boss, weil dann weiß ich, wie viel ich noch brauchen könnte. Hier ist schon mal zum Beispiel blauer Stein. Den würde ich natürlich gerne austesten. Wenn sowas jetzt so, wenn das jetzt halt sowas ist wie Bad Trip, bin ich halt auch schon wieder gearscht. Ich gehe aber mal hier hin, falls es Explosive Diarrhea ist. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das war ein Tears Up, das ist auch sehr nice. Tears Up ist sehr gut. Okay, wir müssen hierher zurückkommen, sobald wir Bomben haben. Bitte merken. Ärgerlich jetzt rückwirkend, die eine Bombe verschwendet zu haben, ne? Wirklich ärgerlich, das sollte ich nicht machen. Wenn ich nur eine habe, sollte ich sie wirklich nur sicher setzen. Ja, das nützt mir halt leider gar nichts. Das sind so Sachen wie der Dark Bomb dann natürlich äußerst nützlich. Ja, man muss halt bei Blue Baby wirklich möglichst schnell auf... Ja, das nützt mir alles nix. Auf den ordentlichen Punkt kommen. Dass wir den Bookworm haben und ab und zu mal doppelt schießen, das ist schon mal ziemlich gut. Und das Ding ist in... Ja, perfekt. Perfekt. Perfekt, perfekt sogar. Das Ding ist in großen... in großen Räumen kann ich das Telepathie-Ding immer einsetzen, weil ich ja zwei Aufladungen immer zurückbekomme. Also das wird sich ja auch nicht ändern. Oh, Scheiße. Jetzt brauche ich einen Schlüssel. Deswegen in großen Räumen werde ich Telepathie immer einsetzen. In kleinen Räumen nur, wenn sie mich wirklich stark bedrängen. Okay. Wenn sie mich wirklich stark bedrängen würden. Okay, nice, nice, nice. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal drei Bomben. Damit können wir schon mal uns in gewisse Richtung, was Geheimräume angeht, dann versuchen zu bewegen. Jetzt erstmal das Feuer hier wegmachen. Oh, vorsichtig. Mhm. Ich muss halt wirklich jeden Treffer verhindern. Also hier sind die Treffer, ich sag's nochmal, falls man es noch nicht verstanden hat. äußerst dramatisch. Okay, da ist schon mal mein Schlüssel für die Truhe. Aber wir warten mal kurz ab, was noch kommt. Vielleicht kommt hier noch ein goldener Key, dann würde ich den Schlüssel nämlich nicht verschwenden. So, hier werden wir auf jeden Fall mal sprengen. Ah, es ist scheiße ärgerlich, aber was willst du machen? Dann werden wir es hier mal probieren. Okay, dann lassen wir das mit dem Supergeheimraum und kümmern uns zumindest um den anderen. Und da werde ich jetzt natürlich den probieren, der mich vielleicht, ja, in den Curse Room bringen könnte. Ja, wir dürfen uns in den Curse Raum sprengen. Okay. Mit hoffentlich einem guten Item. Yo! 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 Oh, das war gut. Das war wichtig. Das war wichtig. Okay. Okay, jetzt noch die Truhe. Okay. Das war jetzt nicht so der beste Deal. Ein Schlüssel für zwei Münzen. Nee. Da hätte sich etwas anderes mehr angeboten. Aber das Damage-Up, stark.
The Sun ist jetzt auch nur ein Map-Effekt, weil ja Energie aufladen und so weiter kann ich klicken. Ich probiere jetzt trotzdem noch. Ich werde es bereuen. Nein, ich mach's nicht. Nein, ich mach's nicht. Gerade habe ich es noch gesagt. Aber es gibt eigentlich kaum andere Möglichkeiten. Es gibt eigentlich kaum andere Möglichkeiten. Ja. Oh, guter Raum. Nur Vorsicht, erst das rote Feuer loswerden. Dann kann ich mich in Ruhe hier umgucken. Okay, okay. Gefahr gebannt. So. Haben wir ein Fass, was wir verschieben können? Wir haben kein Fass, was wir verschieben können. Das heißt, ich werde leider den hier oben nicht sprengen können. Aber wir haben natürlich die Kisten, die wir zum Fass schieben können. Jetzt wäre sogar der Shop attraktiv. Jetzt ist sogar der Shop attraktiv. Da gehen wir rein. Es ist für jetzt noch nicht so böse relevant. Aber das wird noch relevant. Dann wäre das jetzt besser gewesen, rückwirkend. Aber eine Bombe wieder zurückbekommen ist auch in Ordnung. Aber ich habe beim Sacken mir natürlich ein bisschen mehr erhofft, dass das was rausgekommen ist. Aber ist okay. Also, definitiv super wichtig gewesen. Die beiden Geheimräume haben uns in dieser Ebene ein starkes Damage-Up verschafft. Ein richtig starkes Damage-Up haben uns die beiden Geheimräume verschafft. So, da gehen wir jetzt natürlich nicht rein. Ist klar. Ich gucke nur noch kurz die Steine an. Okay, weiter. Weiter. Curse of the Unknown ist natürlich nicht so cool. Oh. Wir könnten wieder die Situation haben, uns in den Curse-Raum sprengen zu dürfen. Ich überlege jetzt gerade, ob der Battler so attraktiv ist in der Situation, weil wir ja also dummerweise muss man fast sagen HP-Ups nicht so gut benutzen können. Weil ein HP-Up ist ja praktisch nur, in Anführungszeichen, ein blaues Herz mehr. Und das ist ja alles andere als so wertvoll, wie wenn es jetzt ein richtiger Charakter wäre, für den es auch dann ein aufladbares Herz ist. Weil es bleibt ja einfach ein blaues Herz. So, hier werde ich auf jeden Fall sprengen. Weil Bombe gegen blaues Herz ist in Ordnung. Zu wenig Münzen für sowas hier. Das wäre allerdings jetzt auch was, wo wir spielen könnten, ne? Das wäre definitiv auch was, wo man sagen kann. Wenn man genug Geld zusammenbekommt, sollte man sich da mal umgucken. Aber das ist jetzt ein bisschen abhängig davon, was noch so kommt. Einen Schlüssel muss ich jetzt auf jeden Fall immer behalten pro Ebene, dass wir auf jeden Fall das Planetarium bekommen können. Sollten wir. Sollten wir es finden. Es wäre das Schlimmste, Planetarium zu haben und uns fehlt ein Schlüssel. Das wäre ganz, ganz schlecht. Da ist der Itemraum. Da ist ein Challenge-Raum aufgegangen. Müssen wir eigentlich rein. Müssen wir rein.
Ja, also der Damage, den wir machen, ist sehr, sehr gut und sehr, sehr strong. Mit dem Damage haben wir wirklich große, große, massive Vorteile in Kombination mit den Homings. Ist das sehr nice. Da gehen wir nicht rein. Okay, das war alles. So. Okay. Die Seite ist schon mal ausgeschlossen für den Geheimraum. Die Geschichte mit in den Curse-Raum ist noch nicht ausgeschlossen, aber hier könnte er auch sein. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Boss. Was ist denn jetzt hier im Hintergrund? Hilfe, hier kommt, geht ein Fenster auf. Sie haben ein Geschenk erhalten. Oha! Oha! Aggressor hat mir gerade Celeste geschenkt, weil ich heute Geburtstag habe. Oh Gott, Aggressor, ich habe keine Ahnung, ob ich da jemals dazu komme, das zu spielen. Aber vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Aggressor. Jetzt einfach dann an der Stelle mal so. Das hörst du ja, wenn du das Video siehst. Ich schreib's dir auch dann gleich noch, aber vielen lieben Dank. Aber ich kann nichts versprechen. Ich kann nichts versprechen. Ich weiß, Celeste ist ein großartiges Spiel. Aber ihr merkt ja, wie lange ich mich an manchen Spielen aufhalte. Und dann kommt man einfach nicht zu anderen Sachen. Es ist ein bisschen traurig, aber es ist leider so. Schlüssel gegen Bombe? Nee. Wir machen erstmal Boss. Das wird jetzt nicht das Kraut fett machen. Ah, das Ding ist, hier könnte... Oh nein. Shop? Ja, verdammt. Och, da wollte ich nicht reinlaufen. Ja, okay. Ja, toll. Leider nutzlos. Ja, scheiße, hier könnte auch sein. Ah, es gibt zu viele Möglichkeiten für den Geheimraum. Das ist ein bisschen kritisch. Ich würde hoffen, dass er da ist, wo man sich in den Curse-Raum sprengen kann. Aber es ist sehr, sehr vage. Oh, okay. Das ist jetzt sehr praktisch, dass ich hier die Homing Tears habe, weil dann kann ich mich schön immer ein bisschen verziehen. Und durch den Damage perfekt läuft das wunderbar hier. Okay. Schönes HP ab. Aber wie gesagt, gerade schon erwähnt, HP-Ups sind nicht ganz so nützlich, weil sie einfach nur ein blaues Herz mehr machen. Aber wir haben jetzt so viele blauen Herzen. Ich würde fast sagen, dieses eine blaue Herz opfern wir jetzt mal. Ich denke, jetzt können wir uns das grob leisten. Ich werde den einen Raum versuchen. Die eine Sprengung werde ich versuchen. Wenn es das nicht ist, gehe ich so in den Curse Room rein. Oh mein Gott, es ist einfach diese Möglichkeit. Es ist jetzt schon... Ach, der erwischt die wieder nicht. Das ist doch kacke. Aber es ist jetzt schon ein Gewinn. Weil hier ist auch... Oh nein, aber ich habe nur eine Bombe. Ich habe zwei Bomben. Dann einmal hier aufmachen. Und hier gleich noch den Stein mitnehmen. Okay. Ich habe gelernt aus meinen Fehlern. Es könnten Trollbomben rauskommen, deswegen erst die Trollbomben. Ja. Und dann geht hier nämlich auch gleich die Party ab. Nice. Damit haben wir auch schon ein Trinket. Perfekt. Das ist wirklich, das heißt jetzt wirklich, besser hätte es nicht laufen können. Oh mein Gott, wir haben so viel Energie. Wir haben so viel Energie. Das ist, es läuft gerade viel zu gut. Das Trinket behalten wir jetzt auch erstmal, weil spätestens ganz unten können wir es dann immer noch abgeben. Das behalten wir jetzt erstmal. Jetzt würde ich sogar noch bei 6 Bomben hier probieren. Okay. Da nicht. Nee, 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 dann. Nee, dann nicht. Dann nicht. Dann sind es zu viele Möglichkeiten. Passt. Ich bin zufrieden. Ich bin gespannt, wie viele... Wir müssten mindestens in der zweiten Leiste angekommen sein. Ich würde sagen, wir haben 8 blaue Herzen. Ich würde auf 8 blaue Herzen tippen. Wir haben richtig viel bekommen und wenig verloren. Das war gut. Das war sehr gut.
Das war sehr gut. Yo, wir sind fast voll. Wir haben 9,5 blaue Herzen. Das ist gut. So, großer Raum. Wir gehen hier gleich auf. Und da ist schon der Curse Room. Und dieser Curse Room... Noch eine Bücherei. Also, ich überlege gerade. Ich meine, es könnte sowas wie Book of Revelations drin sein. Aber will ich meine Telepathie aufgeben? Wir müssen reingucken. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ach, scheiße. Nein, es ist so eine Kacke. Nee, ich werde kein Herz opfern. Nee. Nee, es ist... das Book of Shadows ist nice. Keine Frage. Das Book of Shadows ist ultra nice. Aber wenn ich nicht was bekomme, um das schadfrei auszuwechseln... Dann werde ich da nicht mich damit beschäftigen. So. Mom's Pearl. Okay, wir haben unser Weg-Trinket gefunden und werden dann hier auf der Boss-Ebene den Matchstick liegen lassen. Mom's Pearl ist doch, um jetzt nochmal nachzugucken, Mom's Pearl sorgt dafür, dass blaue Herzen öfter spawnen, richtig? Mom's Ja. Grants a secondary chance of any non-specific heart drop turning into a soul heart. Genau. Alles was sozusagen. Ah ja, da wollte ich testen, ob das wirklich so leicht geht, dass man hier die zwei Dinger kaputt macht und dann explodiert einfach alle. Ja, das geht tatsächlich so leicht. Ja, cool. Weil ich habe mich in dem Raum bisher immer ewig lange angestellt. Ich kann einfach die beiden Dinge in der Mitte kaputt machen und das war's. Das ist der Raum. Das ist einfach der Raum. Das ist schon strong. Oh, auch gut. Also energietechnisch ist das gerade alles extremst stark. Oh, nice. Und schlüsseltechnisch läuft es auch besser. Ja, okay. Wir machen erstmal Boss. Völlig in Ordnung. Vorher probieren wir eine Sprengung hier. Dann probieren wir eine Sprengung... Hier. Das ist jetzt allerdings nicht attraktiv, das sprengen wir weg. Das sprengen wir einfach gleich weg. Und das war jetzt tatsächlich rückwirkend dann schon nochmal sinnvoll. Ich meine, gut, es hat jetzt zwei Bomben gekostet für ein paar Münzen und ein halbes blaues Herz. Also war es kein guter Deal, aber es war jetzt auch kein schlechter Deal. So. Überlege jetzt, ob ich die Telepathie bevorzuge oder das Schild. Weil am Schaden ändert es ja nichts. Am Schaden ändert es ja nichts, aber ich treffe halt öfter. Also die Dinger, die jetzt darüber gegangen sind, die werden vorher nicht... Oh, dass jetzt immer noch kein Dings kam, ist natürlich ärgerlich. Aber gut, ist halt so. Dann haben wir aber nächstes Mal 100%. Nächstes Mal haben wir 100% Engelchance. Oha.
Wir warten mal noch. Vielleicht finden wir sowas wie, Dings. Weißt du schon. Na, sag schnell. Oh, 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 okay. Kann ich reingehen? Kann ich reingehen? Da kann ich reingehen. Ein Schlüssel bleibt ja übrig. Und normalerweise dürfte mir der Raum... Oh shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich warte erstmal ab, was noch an Schlüsseln kommt. Ah, die Engelkisten. Okay, unbedingt so springen, dass die das aufmachen. Scheiße. Na gut, dann müssen wir es halt so aufmachen. Ja, den normalen Geheimraum habe ich schon gefunden, also hier wird nichts sein. Aber ich werde trotzdem mal so sprengen. Ja. Okay. 3 Münzen für eine Bombe war nicht so. Ja doch. 3 Münzen. Okay, das war besser. Das war besser. Aber ansonsten. So, das war die Ebene. Jetzt gehen wir einmal in den Curse Room. Das eine blaue Herz opfere ich dafür. Okay. Mit Glück ist es Purity und wir kriegen das Herz direkt wieder zurück. Na, dann nehme ich Jera mit. Dann nehme ich ganz klar Jera mit. Dann setzen wir einmal das Sun ein. Kriegen eventuell noch... Ja, perfekt. Den anderen Geheimraum angezeigt. Und dann nehme ich Jera mit. Dann gehen wir jetzt erst noch in den anderen Geheimraum rein. Dann würde ich einen Schlüssel für den Shop nehmen. Der liegt übrigens so, wie ich jetzt nicht gesprengt. Also den hätte ich niemals ausprobiert. Oh boy. Also die zwei hier, die hier unten muss ich nehmen, weil das sind 5 Pilze. Die probiert man meistens immer, ne? Da könnte halt... Ich glaube, das bringt nichts, something's wrong, ne? Das ist so ineffizienter Kram. Dann probieren wir noch so. Ja. Hätte cooler werden können. Ist es nicht geworden. Ist in Ordnung. Okay, was machst du? Was macht dieses Ding? Habe ich schon mal gehabt. Bin ich mir ziemlich sicher. Ist auch kein neues Item. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ist, ich glaube, ein Afterbirth-Item. Ist es ein Afterbirth-Item? Oder ist es am Ende sogar ein Rebirth-Item? Oder ist es doch ein Repentance-Item? Ah, es ist ein Repentance-Item. Ups. Has a chance to spawn an additional curse room on each future floor. Extra curse rooms. Will ich dafür 15 Münzen ausgeben? Schwierig. Oh, ich bin ganz ehrlich, so viele Floors haben wir nicht mehr. Naja, 3 haben wir noch. Wahrscheinlich würdet ihr jetzt wieder sagen, es ist es wert, ne? Wenn wir noch mehr blaue Herzen bekommen, dann kann man in die Räume auch reingehen. Dann ist es allerdings auch wieder nur eine Chance und kein immer, dass es immer passiert. Wir nehmen es mal mit. Wir nehmen es mal mit. Ich glaube, ich werde es bereuen, aber wir nehmen es mal mit. So, kann ich jetzt so sprengen, dass ich beide Pilze hier mitreiße? Wenn ich hier eine Bombe setze,
Wahrscheinlich ist die Bombe, die ich jetzt hier setze, so der komplette. So der komplette Quatsch. Sprenge ich das da dann oder wird das nicht reichen? Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, ich probiere es gar nicht erst. Ich spreng hier und will den Schlüssel haben. Der Schlüssel ist mir gerade wichtiger. Bitte kein Bombs-Aki. Oh, Drowsy ist cool. Oh, Want Makes You Large, Small ist auch cool. Das nehme ich, das fühle ich. Das ist ganz nett. So, Drowsy setzt dann in so circa 30 Sekunden nochmal ein. Wir werden bis auf einen Schlüssel runtergehen. Bis auf einen Schlüssel gehen wir auf jeden Fall runter. Okay, sie geht eh nicht nochmal. Okay, perfekt. Es waren drei Schlüssel für die Truhe. Perfekt. Bin absolut zufrieden. Jetzt haben wir sogar so viele Bomben. Ich hätte Shara. Na, okay. Ja. Ah, nein! Komm ich da noch ran? Mein schlimmstenfalls werde ich getroffen und sammle das Herz ein. Also mehr als riskieren kann. Ich kann es riskieren. Kann ich das verschieben mit Something's Wrong? Nein. Also mehr, wenn ich getroffen werde, ist es halt so. Aber dann kriege ich das Herz eh wieder zurück. Also vorsichtig ran. Es könnte ein kleiner Pixel könnte noch. Yes! Huh! Ich wollte gerade sagen, ein kleiner Pixel könnte noch abstehen. Opti. Malo. So, hier hole ich mir noch Geld vielleicht, eventuell. Yes. So, wir merken uns, dass wir Jera haben. Und werden es bei Gelegenheit einsetzen. Ich hätte es gerade schon einsetzen können. Ich hätte gerade wirklich warten sollen. Aber gut, ich denke, es ist in Ordnung. Es war jetzt nicht die schlechteste Runde, die wir hier gespielt haben. War jetzt nicht der schlechteste, der schlechteste Floor. Okay. Aber immer noch kein Planetarium. Wir werden so viel. Okay, da haben wir schon die beiden Curse-Räume. Die werde ich auf jeden Fall nutzen, weil ich meine, dafür habe ich das Item eingesammelt. Wenn es die jetzt nicht wert sind, dann wäre es ja kompletter Quatsch. Okay, da ist leider nur eine Truhe nützlich. Die andere tut weh. Wollen wir es riskieren? Ich denke, die paar Treffer kann ich mir leisten, oder? Da ist mein Explosive der Area, was ich vorhin angesprochen habe. Ups. Und noch eine unbekannte Pille. Von der ist jetzt abhängig, ob es das wert war oder nicht. Weil für die Münze war es das schon mal nicht wert. Cool. Ja, okay, war kacke. War leider kacke. Ist so. Kann man nicht ändern. Okay. Okay, gut. Hematemesis. Ja, ist auch jetzt juckt. Es juckt. Okay, bisher kein Verlust. Ja, nice. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt was für Jera, aber dann bleibt ein Herz hier liegen. Wäre Schwachsinn. Aber sehr schön. Letztendlich gehen wir durch beide Curse-Räume mit einem relativ neutralen Ding wieder raus. Also es war okay. Konnte man sich leisten. Hat jetzt bisher nicht die 15 Münzen gerechtfertigt, so. Aber man konnte es, also es war jetzt bisher nichts Schlimmes. Und das, was halt möglich ist, in den Curse-Räumen. Okay, da ist mein Planetarium.
Das, was halt möglich ist, in den Curse-Räumen zu erhalten, das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. So, da haben wir einmal Jupiter. Mit einem ganz anders interessanten Effekt. Okay. Ich furze jetzt, während ich laufe. Oder was? Ah ja, so random furzen einfach. Kann das sonst noch irgendwas oder ist es wirklich einfach das? Ich bin jetzt einfach ein riesiger Gas. Irgendwas. Jupiter. Ach so, normalerweise 2 HP ab. Okay, das heißt, wir sind jetzt dadurch komplett voll. Aber ich glaube, wir waren vorher schon voll. Also das habe ich jetzt nicht gespürt. Ah, Speeddown ist dabei. Ja gut, kann man, muss man akzeptieren. Wenn man sich nicht bewegt, nimmt der Speed kurz zu. Okay. Ach so, und während man schneller ist, furzt man. Also kurz nicht bewegen, dann fange ich an zu furzen. Ah, ich verstehe. Ja, okay. Also das ist jetzt... So, hier, ne? Und jetzt furze ich so lange, bis ich wieder langsamer bin. Ah, okay. Seht ihr das? Da geht der Dings hoch auf der Seite. Und wenn er wieder unten ist, auf seinem 1,10 Cap. Das heißt, wenn man sich so langsam bewegt, dann kann man das eigentlich die ganze Zeit machen. Ja gut, aber so kann man recht viel Damage machen in einem Raum. Na, dann kann ich hier nämlich so, hier. Oh, das war dumm. Ja, also... Okay. Ist jetzt garantiert nicht das beste Planetarium-Item. Sind wir ehrlich. Aber es kann auch... Es ist jetzt auch kein schädliches Item, so. Gut, wir sind in... Ich hab den Matchstick nicht im Bossraum gelegt, richtig? Ich habe den Matchstick nicht in den Bossraum gelegt. Ich muss, oh Gott, ich muss dran denken, die Perle abzulegen. So schwer es mir fällt. Also ich meine, ich kann die Perle bis Death's Note mitnehmen, so ist nicht. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber... Aber, ja. Okay, das HP abnützt mir gar nichts mehr. Das andere ist... Vom Aussehen her sieht es so aus, als ob diese Schlangenviecher, die aus dem Boden kommt, einfach freundlich macht. Aber vielleicht ist es noch was anderes. Ich guck mal, es ist auf jeden Fall ein Repentance-Item. Ich kenne es überhaupt nicht. Es müsste ein Repentance-Item sein. Ja. Ah, das haben wir bekommen, als wir Beast mit Apollyon besiegt haben. You gain a familiar that lives under the floor. Every so often it will come up and attempt to grab onto a random enemy in the room. Okay. Ja, ist okay. Ist okay. Ist auf jeden Fall kein schädliches Item und das HP abnützt mir, wie gesagt, nichts. An der Stelle. Dann ist das auf jeden Fall effizienter. Müssen wir gar nicht drüber reden. Und durch das More Options, was ich gekauft habe, jetzt wird es endlich nützlich, ne? Durch das More Options. Oder der ist... Ne, ich glaube, es heißt More Options. Nicht, oder ist ja wurscht, ob es der ist Options oder More Options heißt. Aber durch dieses Item... Oh, hoppala. Durch dieses Item... Ah, nice. Oh, die Stopwatch. Give me Stopwatch, please. Schade. Aber wir werden die. Also, wir kriegen das Geld entweder so zusammen oder hier über die Maschine. Da warten wir noch ein bisschen ab, aber ich denke, wir kriegen das Geld so zusammen. Ich habe gerade eine ganz dumme Idee, aber ich glaube, die werde ich. Ich glaube, das werde ich machen. Ich glaube, das werde ich machen. Wahrscheinlich ist es jetzt, wo wir... Wahrscheinlich würdet ihr sagen, das ist eine Verschwendung von Java. Aber wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde erstmal den Schlüssel hier mir nicht holen, weil hier sonst nichts anderes ist, was den Schlüssel rechtfertigt. Ich werde...
im Bossraum die Perle ablegen. Dann setze ich Jera ein. Dann habe ich zweimal die Perle. Und dann kann ich eine Perle mitnehmen und eine Perle kann hier zum Cracked Key werden. Und dann habe ich immer noch eine Perle. Dann kann ich die schön behalten. Weil auch, auch auf dem Rückweg ist es schon nützlich, wenn die roten Herzdrops zu blauen Herzdrops werden können. Ne? Ich denke, das ist sinnvoll, ja. Und jetzt kriegen wir 100% Engel. Das ist schon mal sehr geil. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall den Engel. So, egal was wir tun, wir kriegen den Engel. Sehr, sehr praktisch. Ja, und jetzt ist es eigentlich doch ganz cool, dadurch, dass man halt, wenn man relativ langsam rumläuft, dann kann man hier schön alles vollstinken und dann macht ihm halt auch noch die ganze Zeit Kontaktschaden. Also Giftkontaktschaden. Ja, ja, doch. So langsam wird Blue Baby strong. Möchte ich sagen. So langsam wird Blue Baby strong. Guck mal, wie das Ding. Das hält sogar die Bosse fest. Dieses Ding habe ich gar nicht realisiert. Das ist ziemlich cool. Ja, das hält einfach die Bosse fest. Jo, das hatte ja gar keine Chance. Und wir kriegen den Schlüssel sogar zurück. Perfekt. So, bevor ich es vergesse, mache ich es jetzt. Ich vergesse es sonst. Wenn ich es jetzt nicht mache, vergesse ich es. Und dann tut mir das leid. Also, Jera. Zweite Perle. Wir können ja noch warten, ob wir noch eine Karte bekommen oder so, die wir dann auch verdoppeln können. Ne? Wir gucken mal noch, was noch kommt. Aber ich werde es auf jeden Fall machen. Fehlt mir überhaupt noch was in der Ebene großartig? Wir haben den Shop, wir haben den Itemraum. Ist es sinnvoll, weitere Räume abzulaufen? Oder riskiere ich damit nur meine Herzen? Ich sehe jetzt auch keinen Stein, der irgendwie cool ist. Gut, wir könnten natürlich noch versuchen, Geheimräume zu sprengen. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, gibt es schon arg viele Möglichkeiten. Ich meine, wir haben 5 Bomben. Okay, der da oben ist schon mal ausgeschlossen. Hier unten könnte einer sein. Hier ist nichts ausgeschlossen. Hier war auch nichts ausgeschlossen. Ja. 2 Möglichkeiten. 3. Nein, ist ausgeschlossen. Wir bleiben bei 2. Ja, hier auch. Okay, es sind 2 Möglichkeiten. Es sind 2 Möglichkeiten. Let's try it. Let's try it. Und zwar einmal hier. Lass mich nochmal kurz den unteren Raum kontrollieren. Ja. Einmal hier. Perfekt. Das ist frech, den immer zum Schluss zu finden. Jetzt habe ich alles geöffnet. Jetzt habe ich wirklich alles geöffnet. Ah, das ist frech. Aber wir haben genug Schlüssel. Das ist okay. Wir kommen auf jeden Fall schön durch die ganzen Räume. Wir haben genug Schlüssel. Es ist alles in bester Ordnung. So. Jetzt einmal Jera. Jera. Jetzt hasst ihr mich gerade wieder, weil Jera drin jetzt nicht verdoppelt. Was? Ach komm schon, ich dachte Jera verdoppelt Trinkets. Ah, ja, okay. Dann nehmen wir sie mit, solange wir können.
Habe ich ein anderes Trinket, was ich ablegen kann? Nein, bisher nicht. Ah, ärgerliche Momente. Wieso habe ich den Matchstick vergessen? Das ärgert mich schon wieder. Dass ich den Matchstick vergessen habe, ist ärgerlich. Na gut. 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 Spätestens bevor ich Dead's Note einsammle, muss ich dann halt Mom's Pearl ablegen. Ah, schade. Ich hoffe noch auf irgendein anderes Trinket. Irgendein anderes Trinket noch. Trinket? Er wird mir wahrscheinlich ein HP abgeben. Er wird mir wahrscheinlich ein HP abgeben. Okay. Nein, es ist sowas hier. Okay, damit, das ist auch in Ordnung. Das ist gar nicht mal so komplett bad. Das ist jetzt unnötig gewesen. Na gut. Aber das ist gar nicht mal so komplett bad jetzt gewesen. Okay. So, jetzt kommt die wichtige Ebene. What? 1%! What are the odds? 1%! Die Chance, nachdem er das Planetarium bekommen hat, geht runter auf das ganz normale 1%. Yo! 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 Das ist insane! Das ist komplett insane. Ah, das ist jetzt auch cool, weil so kann man die nervigen Viecher auf andere Basis kaputt machen. Man muss bloß ein bisschen hier. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Tschüss. Aber das ist ja komplett insane. Ich wiederhole mich, ich weiß, es tut mir leid. Es ändert Bamba nichts dran, dass es insane ist. Yo! 2 Curse Rooms wieder. Drowsy. Na gut, HP ab, was soll es mir bringen, ne? So, füllt mir jetzt halt auf. Drowsy können wir für Mom nutzen. Nee, um Gottes Willen. gleich den Gedanken wieder verwerfen. Ich brauche die Fool-Karte. Huch. Den Gedanken aber ganz schnell wieder verwerfen, Kollege. Waren 2 Curse Rooms, die es nicht gebraucht hätte, aber sie sind jetzt auch kein Verlust. Das lädt man mal kurz auf, weil wir nachher tatsächlich die Aufladung nicht hätten, was ich mir nicht vorstellen kann, aber sollte es der Fall sein. Oh, ich hab
nicht bedacht, was das für ein Raum ist. Huch. Das war ja dumm. Das war ein bisschen doof. Okay, zweites Trinket. Sehr gut. Also, jetzt wieder die Theorie. Wir legen das Ding in den Itemraum. Dieses Teil. Beziehungsweise, nee, wir können es sogar in den Bossraum legen. Wir können es sogar in den Bossraum legen. Ich muss Mams Pearl ja nicht in den Bossraum mitnehmen. Ja. Ist das das Ding, was so Glubschaugis macht? Ach nee, ich schieße zusätzlich Tränen in andere Richtungen mit der Chance. Ja, das andere ist ein Spacebar-Item, ne? Das ist diese Bombe, die, also dieses Ding, was man legen kann. Ja. Nee. Nee, dann nehmen wir schon das hier mit. Genau. Na, da schießt es einfach zusätzlich in die Richtungen weg. Kann man gebrauchen. Kann man gebrauchen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Habe ich den Totenkopf bisher schon übersehen? Ich glaube nicht. Da ist er. Gut, perfekt. Wichtigstes Ding gefunden. Gleich mal sprengen. Gleich mal Drowsy liegen lassen. Sorry, Drowsy. Nichts gegen dich persönlich. Und da ist der Boss. Okay. So, und das Ding ist jetzt folgendes. Da ich ja nicht zweimal in den Bossraum laufen kann, muss ich jetzt schon dieses Trinket hier nehmen, wenn ich Mom's Pearl behalten will. Ich hoffe, ich mache jetzt alles richtig. Wenn ich nachher keinen Cracked Key habe, springe ich wieder so ein bisschen an die Decke. Das ist immer meine größte Angst, dass ich den Cracked Key verhaue. Wie auch immer ich das schaffen will. Aber es müsste doch funktionieren, hier in der Marm-Ebene, also in dem Marm-Kampf, das dann abzulegen. Das muss funktionieren. Warum sollte es nicht funktionieren? Man landet ja auch wieder in dem Marm-Kampf. Oh shit. Das war ziemlich dumm! Ja, es ist vor allem nur die rote. Es ist nur die rote Marm. Komm, oh mein Gott, was mache ich? Ich hätte hier gerade völlig umsonst. Umsonst. Völlig unnötig leben. Das war richtig kacke. Das war richtig kacke. Zum Glück kommt hier blaue Herz nochmal raus. Okay. Das Damage abnehmen wir für die Ebene noch mit. Ist aber nicht weiter notwendig. So, mit Fool zurück. Ha! Oh, mit Fool zurück, Alter. Ich hätte es gerade wieder fast gemacht. So, du bleibst hier liegen und dann ist alles cool. Zack. Dann kann ich jetzt meine Diamond-Karte mitnehmen. Dann kann ich jetzt meine Mom's Pearl wiederholen. Jetzt ist es auch egal. Haben wir den normalen Geheimraum schon? Nee, ne? Er könnte mir eventuell in den Raum hier führen. In den Challenge-Raum. Fantastisch. Und das ist jetzt doppelt fantastisch, wegen... Ja, wegen Two of Diamonds. So, und hier darf ich mich jetzt reinspringen. Na, habt ihr gesagt, das wird jetzt funktionieren. Habe ich ja schon mal getestet. Hä, aber ich hab's doch schon mal... Hä? Ich durfte da doch schon mal rein. Liegt es jetzt daran, dass es ein Kampfraum war?
Liegt es jetzt am Kampfraum oder? Can someone explain to me, please, what is happening? What has happened, guys? What has happened in that situation, please? Oh, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich mag das Ding. Schlüssel haben wir genug. Passt. Abflug. Aber wieso? Also, jetzt ist es wirklich zu. Ich spreng jetzt nicht nochmal. Dieses ist jetzt wirklich zu. Liegt es daran, weil es ein Kampfraum war? Ist jetzt gerade die einzige Erklärung, die ich habe. Wo ist denn jetzt die Drowsy-Pille? Ich kann sie zwar nicht mitnehmen für den Endkampf, aber ich kann sie mitnehmen für einen komischen Floor. Ich werde sie auf jeden Fall nicht einfach liegen lassen. Es ist immerhin ein Drowsy. Aber was ist jetzt genau, warum? Ich habe verstanden, dass ich mich reinspringen darf in Challenge-Räume. Ich wollte es auch machen. Ihr habt es gesehen. Das eine Mal in Dings hat es auch funktioniert. Dieses Mal hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht. Ihr wisst eher, warum es nicht funktioniert hat. Ich weiß es nicht. Ihr habt es schon durchblickt, warum es jetzt nicht ging. Aber ich nicht. Aber ja, ich fand es jetzt halt übelst cool, dass wir in dem Raum, in der Ebene einfach nochmal ein Planetarium bekommen haben. So, was sind die Chancen? Einfach zwei Planetarien. Das ist einfach insane. So, wir gehen direkt hier rein. Ja, wir haben genug Schlüssel. Diesmal können wir uns das leisten. Das Problem ist immer so ein bisschen, haben wir letztes Mal gesehen im One, wenn man nicht genug Schlüssel hat, spawnt man plötzlich nur noch goldene Kisten, ohne Schlüssel zu bekommen. Was dann nicht so optimal ist. Aber aus der Situation jetzt betrachtet, passt die Geschichte. So. Schlüssel gespawnt. Nice. Richtig und wichtig. Muss nur rankommen. Okay, wir laufen dem Ding einfach hinterher. So, Ich muss ganz ehrlich sagen, auf der Ebene Steine zu erkennen, ist immer so nervig. Einfach. Ich sag auch gleich eine Sache. Ich werde jetzt gar nicht erst den Itemraum betreten, weil wir das zweite Item ja sowieso erst sehen, wenn wir hier nach Dings durchlaufen. Ach, scheiße. Ah, das war ja, das war's komplett. Das war ein kompletter Verlust. Also insgesamt haben sich jetzt in dem Fall, glaube ich, die 15 Münzen nicht bewährt. Aber es hätte was anderes werden können. Ich denke, es war trotzdem die richtige Entscheidung, die 15 Münzen damals zu nutzen. Ne? Aber ihr dürft... Oh, der macht böse Dinge. Ja. Aber ihr dürft mir gerne sagen, ob ihr hier anders entschieden hättet. Bin ich immer sehr interessiert an sowas. Ja. Ich wollte sagen, ich nutze den Itemraum jetzt noch nicht, selbst wenn ich ihn finden sollte, weil ja wir eins das zweite Item sowieso noch nicht sehen. Hey! Die Dinger hasse ich. Die Dinger hasse ich, die diesen Kram machen. Der mich einfach festhält. Das ist immer ganz kritisch.
Ganz kritischer Moment. Okay, da ist er. Wie gesagt, wir brauchen noch gar nicht... Mein Gott, wir können ihn öffnen und reingucken. Öffnen muss man so oder so. Okay, wobei ich sagen muss, hier ist dann die Entscheidung relativ klar. Ich meine, wir warten das Ding hier noch ab. Aber die Entscheidung ist für mich jetzt eigentlich relativ klar, dass wir den Virus mitnehmen. Oder wie das Ding heißt. 28 Münzen sind mir ein bisschen zu wenig, um ihn zu füttern, weil er ist sehr knauserig. Können wir machen, wenn wir im Shop nichts ausgeben sollten. Aber ich würde erst den Shop finden wollen. Ah, Scheißdreck. Also Shop wäre jetzt schon noch so ein bisschen meine Richtung, die ich suche. Ja, perfekt. Please don't kill me, rotes Feuer, Dreckszeug. Den noch wegmachen, dann können wir hier ein bisschen aufräumen. Der da unten schießt. Okay, jetzt haben wir alle weg. Ja, passt. Bitte kein Kampf. Das wäre jetzt das Dummste. Wenn jetzt ein Kampf kommt, wäre das Dümmste. Okay. Ich krieg keine weitere Münze mehr. Ja, blöd. Ich bin ja blöd. Ja, klar. Klar, Mom's Key in Kombination, dass wir goldene Kisten bekommen werden. Natürlich. Bin ja dumm. Bin ja dumm. Warum habe ich überlegt? Warum habe ich überlegt? Passt schon. Please don't be mad, dass ich kurz überlegt habe. Aber ich musste kurz überlegen. Okay. Trinket haben wir abgelegt auf der Mom-Ebene. Ich hoffe, das funktioniert. Weil ich werde Mom's Pearl nicht hergeben. It's gone. Just get over it. How can you have spent our savings? Sehr schön. Ah, der macht dieses scheiß Feuer. Und jetzt kommt die... Ja, jetzt kommt die Better Loot Chests durch Mom's Key. Kommt jetzt hier... Wird jetzt hier der Effekt ausgelöst. Sehr geil. So, und das andere Item in der Mitte... Ne, dann hier auf jeden Fall den Kollegen. Die Sporen sind großartig. Liebe die Sporen. Wollen wir noch gucken? Ne, lieber nicht. Gerade die Räume hier können tricky werden. Lassen wir, lassen wir. So, wenn jetzt kein Cracked Key kommt, ist Feierabend. Perfekt. Okay, jetzt nicht mehr versehentlich Q drücken, wenn ich zu nah an einer Wand bin. Ich weiß, wenn ich jetzt Q drücke, wird da wahrscheinlich nichts passieren. Ich werde es aber nicht testen. Na, aber sobald ich zu nah an eine Wand gehe, wo rot ist, da kann es dann gefährlich werden. Müssen wir ja nicht herausfordern. Ne? So, Itemraum hier haben wir eigentlich. Ich gucke aber mal kurz rein, ob sich da irgendwas geändert hat. Zum Beispiel, dass ein Stein auftaucht oder sowas. Nein, okay. Dann können wir eigentlich... Ja, ich wollte gerade sagen, dann können wir direkt weiter. Auch hier, meine ich, haben wir den Itemraum gecleared. Das war ja die erste Ebene mit Dings. Nice. Wenn jetzt blaue Herzen auftauchen, schiebe ich es immer auf Mom's Pearl. Wow! Upsi. Kritischer Moment. Lol, das Ding in der Mitte kann man treffen mit den Sporen. Auch interessant. Sehr schön. Okay, perfekt. Ab jetzt, glaube ich, ist jeder Itemraum betretbar und nützlich und wichtig. Und wir haben immer zwei Möglichkeiten, was zu holen. Also nicht Möglichkeiten, aber die Auswahl haben wir. Wir haben die Auswahl. Nicht Möglichkeiten. Soll nicht so klingen, als ob ich denke, dass wir
zwei Sachen holen können, aber wir haben zwei Auswahlmöglichkeiten. Das ist schon strong. Sehr schön. Und Schlüssel. Schlüssel wichtig. Weil wir werden noch goldene Kisten bekommen, vermute ich mal. Müsste eigentlich passieren. Aber jetzt gerade kommen keine goldenen Kisten. Ist schon wieder interessant, ne? So, erst Itemraum finden. Ah, das ist mal wieder dieser Raum. Und ich könnte öfter mein Telepathie-Ding einsetzen, gerade wenn es ein blöder Raum wird. Ja, perfekt, gefunden. Und hier haben wir schon so einen blöden Raum. Da gehe ich nämlich jetzt schön weit weg und lasse die Tränen regeln. Genau. Das war super knapp. Der hat mich fast erwischt. Wow! So. Aus der Situation würde ich fast ihn bevorzugen. Weil ich die Telepathie-Tränen auf jeden Fall behalten werde. Und weil ich das ja nicht aufladen, also ne, ich kann es ja nicht aufladen mit dem, dann würde ich ihn bevorzugen, soll er ruhig sich Münzen schnappen. Ach, ich wollte hier nicht in den, ich wollte hier nicht rein. Ich wollte hier nicht rein. Ich hoffe, wir werden nicht getroffen, sonst wäre es ärgerlich, dass ich hier rein bin. Oh Gott, die Kreise. Ah, okay. Ist da noch einer? Oh, da ist noch einer. Scheißdreck. Bin ganz ehrlich. Das ist mir zu risky. Da gehen wir raus. Da gehen wir raus. Ich renn da nicht rüber. Puff, puff, puff. Und da macht's schon weg. Das Ding. Sehr schön. Sehr nice. Easy rum. Ey, diesmal kriegen wir so viele Schlüssel und keine goldenen Kisten. Das ist auch wieder witzig, ne? Okay. Da gehen wir nicht rein. Zu riskant. Ich muss kurz vergleichen, aber ich bin spontan dafür, das Ei mitzunehmen. Ist das beides jetzt nicht so genial? Aber ich glaube, das Ei ist ein bisschen besser. I guess. Ich kriege ein Soul Heart über das Ei. Ach, es ist gar kein... Es ist nicht das... Es ist der Cone Head. So, ich hab's mit was verwechselt. Ja. Ups, natürlich. Das kann Schaden reduzieren. Und das andere Ding wäre, glaube ich, gewesen, dass die Dings von Gegnern angezeigt wird, oder? Ach nee, Sissy Longlegs. Ah, die legt blaue Spinnen. Nee. Dann natürlich. Ich hab's verwechselt. Sorry. Mein Fehler. So, wir hoffen auf blaue Herzen. Geht dann nicht. Das wäre jetzt dumm gewesen. Ich muss Dings einfach nutzen. Ich muss den Item Guide wirklich nutzen. Ich hätte mich jetzt falsch entschieden. Ohne Dings hätte ich mich jetzt... Ah ja, du kriegst das Geld. Entschuldigung. Ich wollte dir das nicht wegnehmen. Oh, ich hatte gerade so Bedenken, dass ich hier falsch stehe und dann hat er einfach gar nicht seine Explosion auslösen können. Sehr schön. Okay, perfekt. Weiter. Sieht gut aus. Sieht gut aus für Tainted Blue Baby. Ob es für den Kampf gut aussieht, wird sich zeigen. Was den Kampf angeht, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Weil ich immer skeptisch bin. Weil leider Dings halt nun mal Dogma ist. Das ist Contagion-Dings, was wir letztes Mal schon hatten. Dass Gegner im ersten Raum so einen Gift-Effekt bekommen. Und das andere ist, glaube ich,
dass man schneller gegen so... Das war dieses Taurus. Was ist das? Ari! Ach ja, aber das ist das, was ich meinte, dass man mit so gegen Wände rennen kann. Ja, nee. Nee, dann ist trotzdem... Dann ist trotzdem Contagious, glaube ich, das Bessere. Contagion, worum heißt's? So, es wäre jetzt nicht die Hauptwahl für mich gewesen, aber bei beiden ist dann, denke ich, das die bessere Wahl. Wenn ich die als Auswahl habe, so einfach. Ne? So, ja, nice. Ja, weniger nice. Weil ich es nicht mitnehmen kann. Und ich traue mich nicht, so eine Karte jetzt in ein paar Räume lang mitzunehmen. Weil ich dann ein... Achso, Entschuldigung, du kriegst das Geld. Es tut mir leid. Ich denke öfter dran jetzt. Ich werde jetzt öfter dran denken, okay. Guck mal, ich spreng hier sogar ein paar Töpfe für dich. Vielleicht ist da Geld drin. Schade, ich hab's versucht. Bam. 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 Puff. Alles für eine Bombe. Easy rum. Noch ein Schlüssel. So, diesmal nehme ich dir das Geld nicht weg. Ich schwöre. Und du beschenkst mich auch noch nicht. Aber ich verstehe das. Ich würde mir im Moment auch noch nichts schenken, so frech wie ich bin und dir immer das Geld wegnehme. Ich verstehe das vollkommen. Doch, da hat sie sich dann auch verabschiedet. Das war blöd. Das war ein unnötiger Treffer, aber ich kann es nicht ändern. Da ist der Lichtstrahl. Okay. Eine Ebene noch. Wir dürfen halt nicht mehr Herzen verlieren. Wenn wir noch mehr Herzen verlieren, sehe ich echt Probleme gegen Dogma. Wenn wir noch mehr Herzen verlieren, dann, ja, dann tut's mir leid. Ich gebe mir Mühe, aber, ja. Ne? Ihr wisst Bescheid. Wenn's nichts wird, wird's halt nichts. Aber zumindest den Tainted Unlock werden wir haben und das ist mein Ziel. Mein Ziel ist der Tainted Unlock, alles andere ist eigentlich nebensächlich, möchte ich fast sagen. Da ist die Entscheidung auch relativ simpel. Das ist, dass die Dinger gestuckt sind. Das ist auch Quatsch. Okay. Ja, aber hier jetzt habe ich schön Regenbogenträne noch zusätzlich. Optimal. Nein! Lauf doch nicht da rein, du Volltrottel. Yes! Genau auf so einen Raum habe ich noch gehofft. Den hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal, diesen Raum. War auch immer ganz interessant, hier so ein bisschen noch Dinge zu bekommen. Ja, Restock ist jetzt natürlich der Shit einfach schlechthin. Restock, was würde ich nur ohne Restock jetzt machen? Mensch. Also, ich weiß echt nicht, was ich ohne Restock jetzt getan hätte. So, komm. Irgendwann willst du mir auch mal Geld... irgendwann willst du mir auch mal was schenken, sonst habe ich dich komplett umsonst mitgenommen. Das ist dein Ernst? Okay. We're out. Wir kriegen nicht mehr blaue Herzen zusammen. Dann muss es reichen. Dann muss es reichen. Ich bin gespannt, was passiert. Dann muss es reichen. Ich meine, vielleicht haben wir Glück und kriegen hier nochmal blaue Herzen oder sowas.
ich da noch ein HP ab dazu? Ja! Oh, es war so gut. Damit, ich habe das nicht gewusst. Es war nur eine Vermutung. Eigentlich hätte ich fast gedacht, okay, ich brauche ja gar nicht pennen. Ich habe ja keine roten Herzen, die aufgefüllt werden können. Es gibt einfach Herzen dazu. Sehr gut. Sehr gut. Oh, gut, dass ich ins Bett gegangen bin. Oh mein Gott. So, und wir haben den Unlock. Ich bin happy. Ja, charming. Cheers. Kann man mitnehmen. Ist in Ordnung. Und jetzt. Ab in den Kampf. Ab in den Kampf. Oh, wir machen gut Schaden. Vor allem, ich muss immer ein bisschen kurz warten, damit sich Floodgates aktivieren kann. Ja, nice, 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 nice. Schön vorher keinen Schaden nehmen, dass wir vielleicht zumindest beim Kreis so ein bisschen Schaden riskieren, also nicht riskieren, aber vertragen können. Möchte ich, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, es war zu bald. Er macht direkt den Kreisel. Aber er macht, er ist langsam, er ist langsam. Er wird festgehalten. Er wird festgehalten. Oh mein Gott, er wurde festgehalten. So gut. Er wurde von dem Ding im Boden festgehalten. Das war super gut. Und jetzt steckt er da drüben. Er steckt da drüben. Er wurde wieder festgehalten. Alter, ist das strong, das Ding. Dogma wird einfach von dem Ding festgehalten. Der hat keine Chance. Wir zerlegen Dogma mit diesem Alter. Wir haben Dogma einfach zerlegt mit diesem Ding. Das Ding ist gegen Dogma so stark. Ich bin begeistert. Aber ich glaube, jetzt wird er nicht mehr effektiv sein, weil der in der Luft ist. Ich glaube nicht, dass der in der Luft die Viecher festhalten kann. Aber dass der Bosse festhalten kann, ist ja überstrong. Doch, er hält ihn fest. Er hält ihn einfach in der Luft fest. Ups. Wie geil. Oh, ja, aber ich meine, gut, wir selbst wenn wir Schaden einstecken, so ist es nur, es sind nur halbe Herzen. Das darf jetzt nicht mehr schief gehen. Also wenn ich den Kampf jetzt versaue, weiß ich nicht, dann abonniert, deabonniert. So, jetzt haben wir hier auch noch die Dinger. Sehr schön. Hier, Gift gegen Gift. Selbst davon. Oh. Festhalten werden können, ist so krass. Der kommt überhaupt nicht, der kommt überhaupt nicht zu seinem normalen. Ich glaube, mehrfach das Buch einsetzen ist auch Quatsch. LOL! Ich wollte gerade sagen, mehrfach das Buch einsetzen ist wahrscheinlich auch Quatsch. Und sieh da, was passiert ist. Ich habe ein Achievement dadurch bekommen. Wahrscheinlich zwei Telepathie-Dinger gleichzeitig oder irgend sowas. Keine Ahnung, was ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber cool. Es war auf jeden Fall sinnvoll, das Buch zweimal einzusetzen. LOL! Einfach ein Unlock. Es schien mir komplett sinnlos, zweimal das Buch einzusetzen, weil die Tränen sind ja schon Telepathie-Dings. Aber okay, cool. Setz das einfach nochmal ein. Dann gibt es noch einen dritten Unlock für sowas. LOL. Ah, zu bald. Ich lerne das immer nicht, wann es losgeht. Sehr schön.
Jetzt warte ich nicht auf Floodgate, jetzt schieße ich einfach so, dass ich mich aufs Ausweichen konzentrieren kann. Nein, ich will es nicht riskieren, ne? Wir haben genug Energie, aber es sollte auch dabei bleiben. Nice. Das Geile ist, er zieht jetzt ja noch zusätzlich, er kriegt ja noch zusätzlich. Oh, die. Yo, die Feuer trennen dann einfach auch. Er kriegt ja noch zusätzlich Schaden durch, durch das Rumgefurze. Ja, easy. Easy Kowski. Hier, noch ein paar Bomben ins Gesicht. Tschüss. Nice. Schöne 1,20 für Blue Baby. Kann man so anbieten. Montezumas Revenge. Das klang nicht nach einem Item. War das eine Challenge? Nee. War keine Challenge. Also zwei Challenges fehlen uns noch. Aber auch zwei Charaktere fehlen uns noch. Wenn die beide mit dem Unlock zu tun haben, wäre es natürlich cool. Ansonsten weiß ich doch nicht, mit welchem Unlock die zu tun haben. Aber Challenges müssen wir auch bald mal machen. Ich würde sagen, die Challenges gehen wir an, nachdem wir uns die Tainted-Charaktere mal durchgeguckt haben. Also, Mensch, wir haben so viel noch zu tun in Isaac. Das Problem ist, wir sind jetzt schon fast bei Part 100, ne? Das wird noch eine lange Geschichte. Und es gibt so viele andere Sachen, die ich spielen möchte. Jetzt habe ich hier von Aggressor habe ich gerade Dings geschenkt bekommen hier, ne? Celeste. Wäre auch mal was. Ich weiß nicht, wann ihr... Oh Gott. Ori and the Will of the Wisps habe ich immer noch nicht gespielt. Von Chosen habe ich ein Spiel geschickt bekommen. Der hat gesagt, er hatte das übrig. Und zwar ist für die Switch. Heißt. Ich habe es vergessen. Lasst mich ganz fix nachgucken. Kann euch sofort sagen, wie es heißt. Es heißt. Es heißt Children of Morta. Sieht auch ziemlich interessant aus. Aber ich... Wann? Wann soll ich das alles spielen? Ich weiß es nicht. Es ist also... Keine Ahnung. Und vor allem, wer soll ich das alles angucken? Das ist ja das Nächste. So, es bringt ja nichts, wenn ich das spiele und dann guckt sich's keiner an, weil, keine Ahnung, euch Children of Morta nicht gefällt. Was weiß ich. Also Isaac habe ich schon das Gefühl, ist im Moment schon was, was insgesamt okay ankommt. Ich glaube, SMW kämpft einfach auf meinem Kanal immer am besten an, wahrscheinlich. Aber ja, ne? Jedenfalls, danke fürs Zuschauen und tschüss.